Wie schön. Frohe Weihnachten, ihr Lieben da draußen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Oh, wie sich alle noch hier verbeugen. Sehr schön. Und dann direkt die Wumpen ausgepackt. Sehr schön. Frohe Weihnachten euch, da Lieben da draußen. Der 24. ist heute. Und ihr dürft, denke ich mal, heute Abend Geschenke auspacken. Und wir machen das heute bei Scorch Earth Staffel 13 zusammen. Jetzt schon, für euch. Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin happy. Ja, das Klatschen ist super. Was bekomme ich? Das Emote ist so richtig. Was bekomme ich? Eine Route. Oh Gott. Geschenke. Ja, Geschenke. Das war die Route. Da liegt er. Das war die Route. Ja. Ihr seht, auch in der Wüste schneit's. Ganz ehrlich. Das sind keine Fake-Bäume, die haben wir vernünftig eingepflanzt mit Schneesamen. Schneesamen. Oh. Die Metal. Oh. Wenn ich jetzt. Oh, weil jetzt habt ihr die Tiere. Ich schieße ja auch noch die Tiere ab. Nee, eigentlich sollte es in Metals Po gehen. Aber was? Leider war es der Jabor. Hallo. So, ich zeig euch mal, was wir die letzten Tage so gebaut haben. Ich mach mal die Fackel an. Ich glaube, das ist die Fackel. So, okay. Also, erstmal durch den Märchenwald. Was war das jetzt? Warte, Dex, ich lauf dir hinterher wie ein Stalker und leuchte für dich sonst. Ja, kannst du auch gerne machen. Ah, dann kannst du deine Fackel wegmachen, das ist nicht so grell. Pau ist immer gerne der Stalker. Das ist ganz gut. Ja, wir haben eigentlich auch das ganze Ding hier so schön ausgeleuchtet. Wer hat denn bitte hier diese rote Schleife bitte um den Schneemann gemacht? Das sieht aus. Ich weiß nicht, wer das gewesen sein könnte. Dex, welcher Schneemann? Ich sehe nur eine Schleife. Du siehst einen Schneemann nicht? Nee, die Schleife ist zu groß. Okay. Die sind immer so creepy, diese laufenden Dinger. Aber im Dunkeln. Sehr schön. Wir haben die ganze Stadt. Die Stadt steht natürlich auch bei euch auf Scorch Earth. Ihr müsst die nur suchen. Aber nur Weihnachten am 24. Um 24 Uhr. Wird die dann erscheinen. An dieser Position. Also ich zeige euch mal ganz kurz nochmal die Karte. Ich glaube, ich mache da mal ein Tutorial dazu. Wie man hier diese Stadt bekommt. Diese ganzen Häuser sind natürlich komplett aufgebaut mit Inneneinrichtungen und sowas, die ich euch aber jetzt heute nicht zeigen werde. Privatsphäre und so. Es ist auf Paus Idee gewachsen. Ich habe angefangen, ein Haus zu bauen und Pau hat Attrappen gesetzt. Also, ich kann es dir immer ganz kurz zeigen. Kann man das sagen? Die sind hinterrum. Ist nix. Aber oh Gott, hey, das ist doch schön. Ja, die FPS geht hier in den Keller. Metal, ich hab was für dich. FPS? Du hast das für mich. Also, es ist hier eine Westernstadt. Das ist eine genau aufgebaute Hollywood-Westernstadt. Lebkuchenstadt. Hier, it's a war. Nicht zu dunkel, ja? Oh. Das ist gut hier. Passt perfekt. Was? Die Farbe waren. Ja, geil. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wir haben angefangen mit der Plattform vom Eispalast. Dann hat die Pau angefangen mit dem ersten Attrappenhäuslein und Stück für Stück ist immer mehr dazugekommen. Das sah echt irgendwie richtig cool aus. Ich finde irgendwie das ganze Dorf irgendwie schade, wenn wir das nachher irgendwie, wenn wir die Mod, diese Weihnachtsmod wieder runterschmeißen. Finde ich voll schade. Ist das normal, dass bei der Kopf hin und her, vor nach vorne und nach hinten geht? Ja. Ach so, die. Wo meint ihr? Weihnachtself, Dex. Wo denn? Das ist die Jungfrei, das ist nicht Jungfrei. Die hinten Ecke. Paul, hast du. Achso, ja. Ich hab Hunger. Die macht ganze Bewegungen. Ja. Dass du nicht kleiner ist. Ich weiß nicht, wer der creepy Typ war. In irgendeinem Haus ist wirklich ein Elf im Haus versteckt. Das ist so gruselig, wenn du reingehst und du siehst diesen Elf im Haus drin. Hey, Mädel. Oh, danke. Bitte. Du isst. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wie viele Stunden haben wir jetzt insgesamt an dem Ganzen gemacht? 4 Stunden, denke ich mal ungefähr, ne? Ja, an einem Tag waren es 3. Und Singen dazwischen, aber ja. Ja, also es gibt noch so eine. Also in der Videobeschreibung kriegt ihr auch die Mod, welche das genau ist. Da gibt es nämlich auch eine schöne Musicbox. Also wenn ihr auf Weihnachtsmusik steht, hat die Weihnachtsmusicbox, ich weiß nicht wie viele Lieder, 20? Mehr? Ja, prima Daumen. Ja, und
leider kann ich nicht, können wir die nicht abspielen wegen Copy und Write und so. Übrigens, jedes Geschenk, jeder Lutschdrop, Lichterkerze, Glockendingensbummens, auch die Leuchtekerzen, die so ein bisschen schief hängen, sind alle einzeln gesetzt worden. Also es hat schon viel Arbeit gekostet. Ich glaube, wir müssen mal wieder dunkel machen, bevor es gleich wieder hell wird. Mach mal eine Uhrzeit, ja, keine Ahnung. Gerade an hell zu werden. Mm. Oh nein. Mach mal eine 0 Uhr. Die Weihnachtsstimmung. Ja, und im Moment, dann mache ich gleich. Und ich hau mal ganz kurz rein. So, was? Ja, so, jetzt. Oh, da kommt er! Da kommt er! Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung. Ich werde mal ganz kurz das Haus von oben zeigen. Na, was ist das? Müsste der Stumpf sein? Oh nein, Sandsturm, wirklich? Ja. Oh nein. Oder? Nein. Wir versuchen sie einzugraben, Hitzewelle. Na, das geht ja noch. Das geht. Ja, wir tragen hier nur Strickpullover. Aber ja, es ist Nacht. Wer hat denn Lust, mit mir ins Haus eine Runde zu drehen und mir zu erklären, was getan worden ist? Ich weiß nicht, ob meine FPS das mitmachen, dann sind die auf 1. Ich habe Benny ganz viel gemacht. Ja, Akuma ist leider noch am Runterladen irgendein Patch. Also wie. Das wichtigste Deck ist ja hier vorne das mittlere vom Haus. Das mittlere? Ah, genau. Hier ist das ja so. Feld des Lebens. Hier ist ja genau. Hier ist ja unten der Wasserbrunnen. Und darauf ist das Haus entstanden. Darauf ist das Haus entstanden, genau. Ich zeig das mal ganz kurz. Hier ist Wasser. Da kann man auch trinken. So. Und darauf haben wir dann. Darauf den ersten Klotz gesetzt und danach Stück für Stück drumherum haben wir den Eispalast gesetzt. Hier, das ist die Küche. Das könnte ein bisschen warm werden, glaube ich. Das ist die Küche. Hier kann man nämlich Kekse werden hier gebacken. Die haben übrigens, die kann man übrigens einzeln aufheben, Leute. Und auch essen. Hier so. Oh, Dex, der war doch noch nicht fertig. Nee, ich hab ihn wieder hingelegt. Sehr gut. Jahrelanges Training. Hier ist eine kleine Gruselecke von Grounded, vom Benny gebaut. Ich finde die irgendwie so gruselig, die Ecke hier. Ich weiß nicht, weil der Typ da so im Hintergrund so grinst im Dunkeln. Guck mal. Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen finster. Ja, das ist ein bisschen creepy hier in der Ecke. Traurige Weihnachten. Boah. Finde ich jetzt nicht. Also boah, ist grell. Hast du? Traurige Weihnachten. Ja, die Schattenbugs, ja. Dann gibt es einen Spielteppich, ihr kennt ja, wenn die Geschenke aufgepackt werden für die Kinder, dürfen die auf dem Teppich spielen. Die habe ich natürlich selbst gefärbt und auch hingesetzt. Aus meiner Schneiderproduktion. Dex Schneiderproduktion KKG. Mit Helge und so. So, und jetzt gehen wir mal nach oben. Ist das irgendwie, ist alles bei mir so dunkel, ne? Das war doch vorher nicht so. Die greift alle, reißt alles ab. Es gibt in jedem Zimmer so ein kleines Lustzimmer. Wenn heute Abend viel Punsch getrunken wird, darf jeder hier sich zwischen den Geschenken. Oh ja, genau. Meinst du die Schlafzimmer mit den Zackendecken? Ja. Die dann nachts runterfallen? Das ist Sadomaso-Weihnachten. Muss man aufpassen, dass man nicht in die Wand stößt. Oder wie war das? Und da ist auch der Weihnachtsmann, der gehört da dazu. Oh, die Hitze. Von hier oben an. Oben nach unten gucken. Auf die Weihnachtsmann, die Geschenke. Jetzt wäre deine Nacht, das ist ja noch wenigstens angenehm. Sieht sehr schön aus. Hey Leute, was mache ich hier? Ich komme nicht mehr raus. Ich muss mich bücken. Ah, jetzt. Das machen wir immer so. Ich habe meinen Kopf gerade von innen gesehen, das war viel schlimmer. Ja. Das ist nicht mehr wahrscheinlich, oder? Man hat das gehört. Die Leere. Ein ewiges Echo. Der Heuballen geht vorbei. Au, was randalierst du da? Au sitzt neben mir. Ich hab mich. Ich hab hier. Wer steht gerade vor mir? Metal, ich hab einen Keks für dich. Hier, okay. Hab ich gerade draufgesetzt. Ich hab den warm gehalten für dich. Ich hab einen warm gefurzten Keks für dich. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn das. Die Skins finde ich richtig cool, der Pullis. Ich möchte gerne so einen Pulli haben. Guck dir mal den Pulli an, den jetzt der Grave anhabt, das ist der gleiche, den ich auch anhabe. Guck mal, wie cool der ist. Damit ihr euch nicht anfasst. Guck mal hier, der Balbdog. Schleck. Ja. Volle Spielverderberin. Ist so, ich wollte gerade rüberrutschen. Der Dodo. Was wird der gefressen von was? Wir haben ja sonst noch Kümchen da. Die liegt da. Was ist das? Ich hab
gleich auf den Grill. Kann mir mal jemand sagen, was da drauf ist bei dem? T-Rex bei ist drauf, oder? Allosaurus, oder? Ist das ein T-Rex? Oder ein Kano? Ich glaube, das... Nee, Kano-Pulli. Den T-Rex hab ich an. Das ist der Kano-Pulli. Achso, nee, ja, hat Benny, oder? Ihr seht aus, die Bärtigen. Voll in allen so Wollpullis. Das sieht aus. Ja, ja. Das willkommen in Skandinavien. Ja. Und voll die Hitze Gott. Draußen. Was habt ihr eigentlich gerade für einen Hitzeschlag? Super Heat. Kriegst du das für Weihnachten? Gar kein. Außer Ali. Ali hat Schnauber. Ist ein Eispalast. Wir sind ja bei Elsa und so, ne? So alles ganz chillig und so. Ja, du? Alles gut bei dir hier? Der ist irgendwie... Ich weiß nicht, wie Akuma den hier reinbekommen hat, aber den hat sie hochkant durch die Tür geschoben. Durchs Dach von oben. Wir haben erst den Weihnachtsmann reingebracht und dann oben das Dach draufgesetzt. So machen wir das immer. Der kommt ja nicht mehr raus. Es gibt noch eine obere Etage, die habe ich aber dem Stone verboten, erreichbar zu machen, weil ich habe echt keinen Bock mehr gehabt. Wir haben so viele Lampen und Kerzen und sowas. Also ich glaube, die arme Schnur hatte, wie viel FPS hast du die ganze Zeit gehabt? Zwischen 10 und 12, ja. Geht ja noch. Und wenn jetzt noch mehr da oben gewesen wäre, noch mehr Leuchtekerzen und sowas. Also ihr müsst den Eispalast zeigen wir euch auch mal ganz kurz bei Tag. Das ist so grell. Das ist so grell. Du kannst hier keine 5 Minuten rumlaufen, ohne Augenkrebs zu bekommen. Hey, ich habe ein bisschen Schnee eingebaut. Der ist nicht ganz so schlimm, wie er hätte sein können. Das ist wirklich so. Der war schlimmer. Zack, Augen verblitzt. Okay, dann gehen wir mal draußen ans Feuer, oder? Ja, können wir mal. Gehen wir mal draußen. Oh, guck mal, wie sie alle da sitzen. Oh, das sieht ja schon mal richtig schön. Guck mal, Kümchen ist auch da. Akuma ist auch dabei. Akuma ist da? Ja, liegt sie doch. Liegt hier. Klar. Wo? Dex direkt hier. Die haben sie gekidsnappt. Ach, da! Der wurde Akuma nappt. Oh, das ist schön. Ja. Dann setzt euch mal. Hallo. Hey, Zoe. Zoe, wir warten noch auf dich. Oh, echt? Ja, sag mal hallo, frohe Weihnachten in die Aufnahme. Hallo, frohe Weihnachten. Wir warten auf dich in der Wüste. Oh Gott, okay. Stone, bevor sie uns suchen muss, ich glaube, wir porten sie ganz kurz zu uns, das geht schneller. Okay. Das geht schneller. So hat es gut. Oh, das ist toll, wie euch hier sitzt. Ist das normal, dass die Mädels auf der linken Seite und die Jungs auf der rechten Seite, wollten mir irgendwas sagen, ihr warmen Brüder? Ich gehe da mal hier rüber, ne? So. Also Pau hat sich eigentlich nur zwischen mich und Raffi gesetzt, damit wir uns nicht anfassen, hat sie gesagt. Ja, gemein. Spielverderberin. Hunger. Wo bleibt der Braten? Der Truthahn Braten. War der nicht in der Röhre? Ach, egal. Oh Gott, das lass ich mal sein. Da ist die Zoe. Wo ist sie? Wer legt denn hier noch an? Die hat keinen Pullover an. Ja, Kümchen ist auch dabei. Willst du ein Pullover haben? Ein Weihnachtspullover, Zoe? Ja, gerne. Guck mal rein. Oh mein Gott, ihr seht gerade alle noch ganz schrecklich aus. Das lädt hier gerade noch gar nicht. Ach so. FPS, was sind das? Hier vorne ist, da vorne kannst du dir ein Pulli kochen. Das macht man heutzutage so. Entweder bei Wish bestellen oder Pulli kochen. Kochen mache ich zu Hause auch immer. Immer kochen. Schön kochen. Ja, finde ich auch. Wolle in den Kochtopf schmeißen und dann kommt ein fettiger Pulli raus. Ein fettiger Pullover, dann hast du den Kochtopf vorher nicht richtig sauber gemacht. So, pass auf. Wir machen nämlich jetzt Folgendes. Währenddessen wir jetzt Geschenke auspacken, kann da jeder mal, wenn der möchte, mal so erzählen, was ihr so Weihnachten so treibt. Ich fange gerne von meiner Seite an. Wird es wieder Tag? Kann nicht sein. Oh. Krass. Wer hat denn die Sonne erfunden? Das geht aber gar nicht. Wir haben es doch so schön dunkel hier gemacht. Dann war es wieder dunkel. Also ich muss sagen, wir Ladies haben hier richtig schön Platz. Ihr seht so aus, als würdet ihr euch alle da auf eine Bank knicken. Ich weiß auch nicht, sind wir uns das kalt? Ja, ich muss zu Metal, das geht gar nicht anders. Okay, mal gucken, wer das ist hier auf der Seite. Das ist... Ferdinand steht bei mir hier. Okay, wer ist denn das hier? Wer ist das? Oh, Robi. Da oben muss ich hingucken. Boah, der Name steht bei mir ganz oben in der Luft. Der Super Grobi. Super Grobi, du kannst gerne mal ein Geschenk da vorne am Weihnachtsbaum direkt nehmen und aufmachen. Aber nicht gucken, was in der anderen drin ist. Einfach direkt drauf los. Ich erzähle mal ganz kurz, was ich so Weihnachten treibe. Bei mir ist eigentlich immer das Gleiche. Bei mir ist eigentlich jedes Jahr mit der ganzen italienischen Familie, das sind so ungefähr 40 Mann, dieses Jahr wird das eher weniger werden, sehr viel weniger, und dann sitzen wir an einem riesengroßen langen Tisch, dann gibt es ganz viele verschiedene sizilianische Gebäcke, irgendwas zu essen, was sizilianische
Hausmannskost oder sowas. Und also in Deutschland, wenn meine Mutter das machen würde, würde sie irgendwie einen Truthahn machen oder sowas ähnliches. Irgend so ein Braten, nicht Braten, irgend so einen halben Hahn irgendwie in die Röhre schmeißen. Oh, das Feuer. Oh nein. Das Feuer. Oh, schon. Ey, alle weg. Was hast du bekommen, Super Grubi? Warte, ich will erstmal mich hinsetzen. Oh, hier ist so viel. Naja. Ja, setz dich mal hin, dann kann ich ein Foto machen. Ja, hier ist so viel. Auf den Tisch, Boden gucken, direkt. Was habe ich gekriegt? Einmal meisterhaftes weihnachtliches Dino-Futter. Okay. Dann Yellow Candy, was auch immer das sein mag. Und sie geht zum Pein. Okay. Denn das Candy. Setz dich hin oder sitzt du schon? Irgendwie stehst du bei mir. Setz dich mal an den Haufen, den du gemacht hast. Setz dich auf deinen eigenen Haufen. Das ist kein Plumpsklub, aber du kannst dich gerne da hinsetzen. Wer ist neben? Das wäre jetzt Zoe, ne? Hallo. Wo ist dein Name? Ach, da ist dein Name. Okay, du kannst auch ein Geschenk aufmachen gehen. Yay. Nicht reingucken, mal den anderen, einfach das erste nehmen, was du denkst. Ich nehme das rosa. Will mal irgendjemand erzählen, was ihr so treibt? Weihnachten? Grubi. Ich hätte doch ein Geschenk aufgemacht. Grubi, willst du das erzählen? Hä? Und jetzt? Ihr müsst was wir nicht. Weihnachten machen? Eigentlich nur Heiligabend was essen zusammen, alle Mann, und dann auch Bescherung. Also wie man es so bei uns hier so macht eigentlich. Und was gibt es zu essen? Eigentlich immer Schweinefilet mit Stramsoße. Ich dachte, du wolltest jetzt sagen Döner vom Murat oder sowas. Nee, also ich kenne ja viele Leute, die hauen sich Heiligabend dann immer auf die Bockwurst mit. Ja, das ist aber in Deutschland aber sehr oft, ne? Mit Kartoffelsalat, glaube ich, ne? Ja, noch dazu. Nee, bei uns war entweder früher mal Kassler im Blätterteig oder eben jetzt hat es eingebürgert Schweinefilet. Ja. Okay, Kassler im Blätterteig kann ich noch verstehen, aber das mit der Wurst, das wird dann doch etwas suspekt zu Weihnachten. Warum? Das ist nur eine Kleinigkeit zur Neutralisierung der ganzen Kekse. Wow. Zoe, was hast du bekommen? Dino-Futter, so ein Bonbon und Betäubungspfeile. Yeah. Ja, das, was dann dringendsten brauchst. Schnu? Ja. Ich kann sie dann wieder klauen bei dir. Schnu, du kannst auch mal ein Geschenk aussuchen gehen. Okay. Zoe, was gibt's denn bei dir? Was treibst du denn so Weihnachten? Ihr müsst es nicht sagen, ihr könnt auch direkt weiter die... Bei uns ist jetzt, dass wir einen Tag bei, wir sind an jedem Tag bei einem anderen Familienmitglied, damit sich das so ein bisschen aufteilt. Genau. Bei meinen Eltern gibt es immer klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen. Ehrlich? Das war irgendwie schon immer so. Das wird cool. Wahrscheinlich auch immer so bleiben. Und bei den anderen ist dann halt über die Feiertage ein bisschen, größeres Essen, irgendwie Rouladen oder so, keine Ahnung. Mhm. Das heißt, wir sind unterwegs, weil ich ja zu meinen Eltern ein Stückchen fahre und dann jeden Tag ein bisschen woanders. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns gibt es immer so mega groß aufgeticht und ich finde das immer mit Bockwurst und Kartoffelsalat, das möchte ich gerne auch mal machen. Einfach nur so. Ich finde das cool. Ja, ich habe gehört, gerade auch die Kombi gibt es tatsächlich, glaube ich, öfter mal, ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch jemand macht sonst noch? Ja, bei uns ist das auch so. Ah, ja, siehst du? War. Also halt am 20. Bockwurst Kartoffelsalat und am 25. gibt es dann Großessen mit einer Gans oder so. Genau. Ja. Sowas bei uns auch. Paul, du kannst los. Du kannst auch mal was suchen. Ein Geschenk aussuchen gehen. Schnüschen, wie sieht's bei euch aus? Macht ihr Geschenke unter den Weihnachtsbaum oder werden die direkt irgendwie hier aus der Tüte direkt in die Hand gedrückt? Also wir sind bei meinen Eltern. Und es ist ein Kinderfest. Also die ganzen Geschenke sind fast alle nur für die Kinder und dann essen wir da zusammen und trinken ein bisschen was so. Ganz normal. Zählt der Benny denn eigentlich auch zu den Kindern? Ja. Würde ich ja sagen, ja, ne? Sie Arsch. Was denn? Schon, hat die richtige Größe? Der kriegt Kinder. Oh, wie süß. Pau? Nee. War es so schlimm im Geschenk, dass du jetzt kotzen musst oder so? Warum läufst du auf Toilette jetzt? Ich habe einen hellblauen Stoffhut bekommen und einen Keks. Ein Candy. Ein hellblauen Stoffhut. Ist das nicht ein toller... Aber der ist hellblau. Da kann man nicht sagen. Ich habe ein Faserhemd bekommen und ein Bonbon, also. Aber ein besonderes Faserhemd. Jetzt was war selbst gestickt aus meiner Schneiderei. Hellblau muss es gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, das hat auch nur damit zu tun, dass du hier schon wieder halbnackt in der Gegend rumsitzt. Ja. Das wusste das Geschenk vorher. Raffi, du darfst auch mal. Schaffst du das mit deinen FPS, zum Geschenk zu laufen? Ich versuche es. Ich darf nicht zum Haus hinkommen. Bilderkino. Nehmen wir das doch. Die Pau macht das ganz richtig, ne?
Jetzt wäre Pau ja dran mit erklären, jetzt ist er abgehauen. Guckst du das mal an. Ich hab das Geschenk aufgemacht, aber irgendwie geht das nicht kaputt gerade. Dann nehmen wir ein anderes. F drauf. Geht nicht kaputt. Mit F drauf? Ich hab's rausgeholt. Dann einfach rausholen. Mach's dann kaputt, wenn das noch steht oder so. Also falls man deres Geschenk findet. Dann nicht aufheben. Die arme Grafik. Übrigens finde ich das gerade mega witzig, wie ihr in einer Reihe sitzt mit euren Mützchen und eurem Pulloverchen. Ja, sieht voll, die Jungs sehen gut aus, ne? Die Zwerge. Die Puddelmütze-Zwerge. So, Akuma, du kannst auch mal gehen. Ich finde das ja ein Undin, dass Akuma die ganze Zeit nie gesagt und einfach so rumliegt hier, ne? Echt? Das ist auch richtig unhöflich. Ja, Fresskoma. Ja, Fresskoma. Dankeschön. Benni, das machst du richtig. Und? Was kriegt sie? Ach, sie liegt unter dem Weihnachtsbaum. Okay, wir haben sie unter dem Weihnachtsbaum gelegt. Sie kriegt die Liebesperlen von Metal, 28 Stück, und ein Dino-Candy. Okay, dann schieb mir das mal ganz kurz ins Inventar, nicht woanders hin, ja? Dex, wolltest du eigentlich noch wissen, was ich bekommen habe? Ja, das wärst du da dran gewesen, genau. Was gibt's denn bei euch so? Erzähl mal irgendwie was. Erstmal, was ich gerade aus der Kiste rausbekommen habe. Einmal das Emote Fröhliches Singen. Okay. Und ein Dino-Candy. Das ist schön. Primitives. Ja, ja, anders kriegst du es hier nicht. Das ist alles primitiv hier bei uns. Fröhliches Singen oder Stern Singen? Fröhliches Singen. Oh, das kenne ich gar nicht. Bei uns Weihnachten ist es halt so am ersten Weihnachten direkt machen wir so eine kleine, sehr kleine Familienfeier. Grave, du kannst los. Mit Dings, wo wir alle, jeder macht was für ein kleines Buffet und dann essen wir schön zusammen. Mit Musik und so, tauschen Geschenke aus. Und eigentlich sind wir am ersten Weihnachtstag immer die komplette, meine Teil der Familie, komplett bei meiner Oma. Das heißt, die Bude ist wirklich rammelvoll. Mein Vater hat 6 Geschwister. Aber ich glaube, dieses Jahr wird das, glaube ich, nichts, oder? In dieses Jahr wird das, glaube ich, nichts, oder? Nee, dieses Jahr machen wir das online. Dass wir dann per Zoom Familientreffen machen. Das wird dann auch voller als hier im TS gerade. Deutlich voller. Und am zweiten Weihnachtstag treffe ich mich mit den Mädels online, also legt ihr und so. Ah, das ist schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber auch nur online leider. Ich verschenke Weihnachten lieber was, anstatt ich das was bekomme. Es gibt immer so viele, meine Mutter fragt mich immer, Oma fragt immer, alle fragen immer, was willst du? Ich will gar nichts irgendwie. Ich will nichts haben. Schokolade. Schokolade, das kriegt man ja sowieso immer irgendwie. Irgendwo liegt irgendwas rum, das mache ich dann alles weg. Das guckt ja mal nach oben, nicht erwähnen. Wer ist der Nächste? Wow, das ist, glaube ich, Metal, cool. Der daneben ist, ne? Metal, bist du das mit dem Jabor? Das sind so viele. Ja. Dann bist du mal dran, geh mal Geschenk holen und der Grave kann mal erzählen, wenn er irgendwas erzählen möchte. Wir sind ja eine sehr kleine Familie, von dem her ist es da. Geht es sogar jetzt dieses Jahr mit Corona ganz gut bei uns? Trotzdem noch. Uns ist eigentlich immer so gewesen, bis letztes Jahr, dass wir an Heiligabend jeder von uns bei seiner Familie war. Also Annika war bei ihrer und ich war bei meiner. Und am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir dann bei ihren Großeltern und am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir dann zu meiner Oma gefahren. Und also zu essen gibt's bei meiner Oma zumindest gab es immer das Gleiche. Immer Sauerbraten. Mit Rosinen oder ohne Rosinen in der Soße? Ohne Rosinen, glaube ich. Ja, ohne. Und letztes Jahr haben wir aber angefangen, dass wir halt Annika und ich an Heiligabend zusammen was machen. Wieso gibt's denn Sauerbraten? Kommt deine Oma aus Aachen oder was? Das Sauerbraten ist ja so eine Aachener Spezialität. Hätte sein können. Gibt's aber bei uns auch im Badischen. Ja, es gibt ja überall, aber das hätte ich jetzt so gedacht, vielleicht, weil das so, man weiß. Was hast du eigentlich bekommen als Geschenk? Ich hab bekommen den Nussknacker-Suit-Tanz, aber den habe ich jetzt ja schon, und das weihnachtliche Dino-Futter. Ach, getroffen. Ah, okay. Heiligabend haben wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr Sushi gemacht, einfach mal. Oh, Sushi? Sushi. Ja. Uschi, die Nachbarin. Die Uschi. Die Uschi, ja. Die Uschi wurde zerschnetzelt und gab es dann roh, aber roh eigentlich. Obwohl, der landet genau hier, oder was? Ein Weihnachtswunder geschieht. Ja, ich weiß nicht, der Weihnachtsmann, der fliegt auch wirklich immer hier drüber. Der wusste das. Boah, das landet genau auf unserer Birne. Sterben wir dann eigentlich alle jetzt? Ja. Was ein Mord. Das landet ja nur auf dir. Nee. Ja, das ist gut. Kann das jemand mal wegholen? Das ist ein gutes. Die ganzen drin, Jungs sind eigentlich. Was ist drin? Oh, wir sind drin. Wo ich auch gerade mega lecker habe, kurz.
Was war drin? Ja, wir. Die Jungs. Ja. Es war drin ein Tropegnatus-Chemie, überragende Billy-Handschuhe, Kohle und Dingsbums, Mistelzweige. Okay. Tropegnatus-Chemie, okay. Also für euch, wenn ihr wissen wollt, die Chibis kriegt man immer aus diesen Geschenken. Aber nicht aus jedem Geschenk, sondern nur aus speziellen Geschenken. Und das war gerade Glück, dass wir das genau hier bekommen haben. Wer war Tropegnatus? Sehr cool. Wer hat das gerade eben jetzt... wer hat gerade eben aufgemacht? Storm war das, glaube ich, ne? Ja, aber Metal fehlt noch zum Quatschen. Metal, stimmt. Richtig. Also, was war im Geschenk drin? Also, meisterhafter Weihnachts... Dino-Futter und... ein Emote frohes Klatschen. Yeah! Hey. Hast du es schon gehabt? Ja, hatte ich schon, aber egal. Könnt ihr tauschen. Was für ein Emote war das? Frohes Klatschen. Ah, das hab ich glaube ich. Bau, du hast das Wort zwischen den beiden. Mach das nicht mit Kümchen, die Arme. Das frohe Klatschen hört sich dann ungefähr so an. Okay. Akrobatenz. Oh. Aber der Kopf ist wenigstens. Der Kopf ist wenigstens auch auf der. Das sieht aus. Präsentier sie doch nicht so. Akkumulat aus. Da war zu viel Glühwein involviert. Jetzt geht's hier über die Bank. Wer ist der Nächste? Ich glaube der Stone, ne? Ich habe ich auch schon geholt. Matt wollte noch sagen, was er gemacht hat. Achso, das hat er ja noch gar nicht. Stimmt ja. Achso, familientechnisch ist so ganz klein. Das heißt dann, gibt's tatsächlich nur vegetarisch. Damals haben wir nur Hase gegessen zu Weihnachten, jedes Jahr. Und... Hasen? Nee, richtigen Hasen, also... Das war... Ich zeig den richtigen Hasen. Ich hab gerade auch angedacht. Na klar. Nein, das gab's früher bei der Oma, mittlerweile hat sich jetzt so ein bisschen die Familie zerstritten, deswegen feier ich eher mit meiner Mutter, meinem Vater Weihnachten, ja. Und meine Eltern sind halt Vegetarier. Da gibt es so vegetarisch, das heißt dann. Kein Hasen mehr. Kein Hasen mehr, kein richtig. Hasen. Richtig. Genau. Auch falschen Hasen. Nein, falschen Hasen. Nein, Quatsch. Ja, falscher Hase ist ja auch Hackbraten. Wer ist denn der nächste? Ich glaube, der Benny, der jetzt aufsteht zum Geschenk. Und der Storm kann ja mal erzählen, was so bei euch so abgeht. Ja, also. Bei mir gab es als Geschenk gerade Silizierperlen und Mastercrafted Festival Dino Candy. Und bei uns schaut's aus jetzt, normalerweise machen wir immer am 24. Geschenke, so in der Familie, weil meine Eltern sind ja Rentner, jeder für sich. Und am 25. treffen wir uns dann zusammen und machen dann ein großes Raclette. Mit zwei Stück, mit Fleisch, Gemüse und alles mögliche. Ein paar Gesellschaftsspiele zusammen. Das ist schön, noch. Ja, das ist cool. Spiele und dann jetzt zusätzlich noch wenn dieses Jahr halt drüber und gleichzeitig noch Pralinen mit gemampft und damit der Großeltern. Okay, wer war ist gerade aufgestanden? Benny war gerade laufen, ich laufe jetzt los. Genau. Oh, ein Geschenk. ja. Ich glaube, bei Benny braucht man ja gar nichts zu sagen, weil du bist ja dann mit Schnu genau gleich. Ich kann mich nicht mehr hinsetzen. Warum nicht? Setz dich zu mir. Ist die Bank zu hoch? Ich habe keine Ahnung, aber es ist... Blumi, möchtest du dich zu uns Mädels hier rübersetzen? Ich weiß nicht, ob es an der Bank liegt oder an irgendwas anderem. War das Geschenk zu deftig? Wegen Corona-Abstand. Wir haben noch die Corona-App hier drauf. Corona-Abstand-App. Genau. Corona-Abstand-App. Ja, ich habe gerade bekommen ein ganzes Rudel Farben. Moment, Magenta und Spiegel und Türkis. Nur die besten habe ich dir ausgewählt. Und ein meisterhaftes weihnachtliches Dino-Candy in grün-weiß. Sehr schön. Ja, das ist ja wenigstens hübsch. Ich habe kackbraun. Oh, ihr könnt doch tauschen, weil die Pauli mag doch braun. Oh. Echt? Ja, dann geht's. Ich kann wieder sitzen. Erzähl. Blau, Silber, Schwarz. Ihr könnt ja gleich alle mal schön tauschen mit denen. Ihr habt ja so ein paar Sachen bekommen. Manche haben ja auch die Tanz-Emotes oder sowas bekommen. Könnt ihr ja gucken, wer es noch nicht hat. Wie sieht's eigentlich bei dir aus, Gnome? Weihnachten ist mittlerweile schon seit vielen Jahren sowieso relativ zerbröselt, weil ja meine Schwester mit einer eigenen Familie, ich relativ weit weg. Das heißt, meine Familienseite, wir treffen uns im Advent eigentlich.
ich überlege gerade, den zweiten oder dritten Advent haben wir die letzten Jahre gemacht. Dieses Jahr haben wir es ganz ausfallen lassen, weil meine Schwester in Berlin mit Hauptbewegung im öffentlichen Verkehr gesagt hat, nee, das mache ich dieses Jahr nicht. Und ja, haben normalerweise treffen wir uns bei meiner Mom, machen da ein schönes Wochenende von Samstag auf Sonntag mit dick Essen und drum und dran. Und am anderen Tag dann die sonstigen Familienteile, die halt außen vor sind. Also meine Schwester dann entsprechend bei der Familie von ihrem Mann. Und ja. Sehr schön. Finde schön, dass ihr auch mal was von euch erzählt habt. Hättet ja nicht machen müssen, könnt ihr ja machen. Jetzt seid ihr auch mal dran in den Kommentaren. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es bei euch so ist. Ob es da auch Kartoffelsalat gibt oder irgendwie so ein Braten oder weiß der Teufel was ihr so esst. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch Geschenke gebt oder gar nichts. Oder ob ihr lieber mal was geschenkt, irgendjemanden schenkt. Oder jeder will immer was gerne geschenkt bekommen. Aber ich bin irgendwie jemand, ich schenke lieber Sachen. Das mag ich ganz gerne. Okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, nein. Was hat er denn jetzt noch? Ich habe vergessen, ein Dex-Geschenk zu bestücken. Das muss ich mal kurz noch. Ach, ein Geschenk für den Herrn Dexen? Ja, ich habe auch noch Geschenke. Kann ich auch noch ja, du hast nichts aufgemacht. Du kriegst gleich mal das Geschenk. Das muss ich dir kurz nur dahin tun. Einfach so ein Kackehaufen. Das hatte ich überlegt, aber lassen wir doch nicht mehr weg. Au und warm. Ein Knoblauch mit dem betäubten Lüster drin. Ein Eimer mit frischem Beton. Ich hole das Geschenk mal aus dem Haus raus. Mit frischem Beton? Ja, ganz frisch. Das sind doch, und dann nee, dann lieber ein eingepackter Sack Zement. Ja, und dann wirst du in die Wüste geschmissen. Und dann, oh Mist, kein Wasser ich hier. Ich wollte gerade sagen, wir haben kein Wasser. Kannst du ist, den Kopf raus, ist ein Argument, sehe ich ein. Such mal Treibsand. So. Einfach den Kopf betonieren und einfach in die Pfütze werfen. Sekunde. Passt. So, dann tun wir das mal rein. Oder andersrum. Die Füße, den Kopf einbetonieren. Das da und Nummer 3 ist. Wieso 3? Das da. Bitteschön. Nur 3 Sachen. Okay. Wie war das nochmal mit dem Emote, dass man so die Hände klatscht? Das ist fröhliches Klatschen. Das kommt auch aus dem Winter. Fröhlich gelassen. Ich habe nur Sternen singen. Aber, wo wir gerade bei den Emotes sind, ne? Ich mache immer so gerne Fotos. Könnten wir vielleicht einmal alle zusammen diesen Nussknacker-Tanz machen? So hier vorne. Ja, mache ich sofort. Ich muss das kurz gucken. Was habe ich denn bekommen? Warte, Dex, hier ist noch was. Wo denn? Hier eins hast du übers Feuer geworfen. Ach so, so mache ich das. Also, ich habe einmal ein Candy bekommen, ein orange-grün-weißen. Weihnachtlichen Dino-Futter, ja, das ist ein Candy. Dann ein Grinch-Cookie, so, alles klar. Ist immer, Dex. Den Grinch-Cookie? Ja. Guck mal, nehmen wir. Moment, wieso ist da das nächste Geschenk? Hä? Das sind diese Kekse aus der Weihnachtsmutter. Wenn da wieder ein Keks drin ist, dann wird das Geschenk zäpfchen. Ich hab noch einen Otter-Cookie bekommen, den werde ich aber auch noch essen. Oh, ist auch noch. Noch ein Geschenk? Wo? Nicht mehr. Oh doch! Hinter dir. Doch. Ach krass, warum? Das sind doch die Kekse vom letzten Jahr schon. Geschenkspawn. Merry Christmas. Und ich hab jetzt irgendwie da drin, was, ein Schokolade-Eier bekommen? Ja, die kannst du auch nochmal nutzen. Bronze Christmas Egg. Ach so, okay, jetzt kennen sie. Platzieren. Yeah. Ich würde sie ja gerne platzieren, aber... Habe ich jetzt wirklich verbrauchen? Nee, platzieren habe ich gedrückt. Platzieren? Ablegen musst du die. Ist es weg? Habe ich das wirklich gefressen gerade alle beide? Statt Platzieren dran. Wenn Schokoeier waren, ich mach dir nochmal neu. Hä? Verstehe ich nicht. Ich habe doch Platzieren gedrückt. Ich habe es kaputt gefressen. Habe ich mal Schokolade? Ich konnte nicht anders. Hey. Oh. Verstehe ich nicht. Ich gebe dir nochmal neu für den Fail. Das war kein Fail. Ich habe Platzieren gedrückt. Metalbäcker getreten, ey. Dreh dich rückwärts jetzt hinter dir. Da und da. Ja, gleich eine. Oh, ich hab Bälle versinkt. Ich schmeiß mal ganz eins von denen auf den Boden. Kann sich auch mal jemand nehmen, einen. Vor mir, vor das kleine Paket, das auf dem Boden liegt. Ich versuch's grad zu greifen, hab's. So, und jetzt? Wie hast du das? Also ist platzieren. Oh. Bei mir. Oh, musst du. Fallen lassen einfach nur? Ja, genau. Achso. Warum heißt das denn platzieren, dann das andere? Vielleicht gemacht einfach. Okay.
Wie lange dauert denn das? 11 Sekunden, okay. Ach, das sind die vom letzten Mal. Die kenne ich auch. Das fand ich immer ganz lustig. Oh, Red Nose Reindeer. Oh, ein kleiner Gatscher. Ne, ist ein Äffchen. Oh, wie süß. Ein Grinch. Grinch. Da ist er, der Grinch. A little Grinch. Ein Grinch. Ja. Okay, Lieben, aber jetzt machen wir Schluss. Wir sind ja schon, das ist eigentlich schon eine schön lange Folge. Hier ist nochmal, haben wir irgendein Flugtier? Ach, Power, ist das ein Flugtier? Ja. Kann ich mal? So. Wie fliege ich? Leertaste. Zweimal. Ja. Ich glaube, ich war Startschwierigkeit. Ja, es geht nicht. Oder bin ich schon in der Luft? Ach, bin ich schon in der Luft? Nee. Ah, doch. Du hast so viele Kekse gegessen. Guck mal, ich will euch mal ganz so zeigen, was wir so alles gebaut haben. Das ist unsere Stadt. Wo gibt's eigentlich die Rudolfs? In der Luft gerade. Oh. Merry Christmas. Ja, nee. Merry Christmas. Oh, oh, oh. Ich will auch. Könnt ihr euch bitte nochmal ins Feuer setzen, ihr Lieben? Ich fand, oh, das ist ganz toll geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz, ganz stolz auf unsere Weihnachtsstadt. Achtung, oder pass auf. Oder alle mal auf die eine Seite, wenn es geht, dann mache ich mal ein Weihnachtsfoto von uns. Machen wir sofort. Ich muss mal ganz kurz, Achtung, ja. Augen, ich mache mal ganz kurz Tag. Mach mal. Achtung, machen. So sieht die Stadt tagsüber aus. Und jetzt lande ich mal ganz kurz und jetzt gehe ich mal ganz kurz. So sieht das alles aus. Das Haus kannst du ja gar keine 5 Minuten angucken. Nee, das ist echt krass. Und der Otto Was geht eigentlich noch? Okay, jetzt aber raus, ihr Lieben. Bis denn. Und frohe Weihnachten noch. Tschüss. Habt schöne Tage. Ciao. Ciao.